Wenn wir über die Digitalisierung auf dem Arbeitsmarkt reden, dann haben viele Menschen Sorgen. Und es gibt auch den einen oder anderen Beobachter, der sagt, Millionen von Jobs werden uns wegfallen. Andere sagen, uns geht die Arbeit aus. Wir glauben, das ist Quatsch. Diese Sorgen sind alles andere als neu. Und dafür müssen wir nicht mal bis zu den Weber-Aufständen zurückgehen in der Geschichte, sondern einfach nur auf die Bundesrepublik Deutschland schauen. Schauen wir nun mal auf das Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Was für Cover haben wir da in den letzten Jahrzehnten gesehen? Automation in Deutschland, was wird aus mir? Die Computerrevolution, Fortschritt macht arbeitslos, sie sind entlassen, wie uns Computer und Roboter die Arbeit wegnehmen. Immer dasselbe Muster. Die Realität ist, wir haben Rekordbeschäftigung und die Arbeitszufriedenheit ist so hoch wie nie. Die Wahrheit ist, alle Forschung und historische Erfahrung spricht dagegen, dass uns die Arbeit ausgeht. Warum? Erstens, weil nicht alles, was technisch möglich, dann auch realisierbar ist und vor allem, weil wir Menschen in einem großartig sind. Wir erfinden Neues. Auch ganz neue Bedürfnisse. Und für die gibt es dann wieder neue Produkte und Dienstleistungen und damit Arbeitsplätze. Das kann man auch am Beispiel der Roboter sehen, denn der Wandel findet ja längst statt. Deutschland nutzt Industrieroboter viel stärker als andere Industrienationen. Aber einen negativen Arbeitsmarkteffekt gibt es nicht. Im Gegenteil, die Arbeitslosigkeit sinkt in den letzten 10 Jahren und die Beschäftigung steigt. Wie kann das sein? Ganz einfach. Die Leute finden neue Berufe in denselben Unternehmen, werden zum Beispiel zu komplexen Maschinenbedienern. Und an anderer Stelle entstehen ganz neue Jobs. Nokia hat sich 2004 gegen die Produktion eines eigenen Smartphones entschieden. Angeblich, weil der Vorstand der Meinung war, so ein großes Display braucht man nicht. Man habe das Handy ja die ganze Zeit am Ohr. Was kann man daraus lernen? Erstens, immer vorne sein bei der Innovation. Und zweitens, damals konnte sich niemand vorstellen, wie viele Leute heute allein in der App-Entwicklung tätig sind. Und so wird es auch künftig sein. Daher sollten wir keine Angst vor der Digitalisierung der Arbeitswelt haben, sondern diese gestalten. Jedem und jeder das Versprechen geben, durch Weiterbildung gut teilhaben zu können. Was für Gründer und Selbstständige tun. Den Sozialstaat so modernisieren, dass er zur modernen Arbeitswelt passt. Und die Chancen für mehr Selbstbestimmung zu nutzen, indem wir veraltete Rahmen anpassen. Darum geht's heute im Video. Slack, Skype, Facebook, WhatsApp, iMessage, FaceTime, Google Hangout, Wiki, Clouds. Wisst ihr, was all diese Dinge gemeinsam haben? Es gab sie 1994 noch nicht. 1994, da schrieben sich die allermeisten Menschen noch keine E-Mails, surften nicht im Internet und das Smarteste am Telefon war, wenn sie keine Wählscheibe mehr hatten. 1994 aber trat das heutige Arbeitszeitgesetz in Kraft. Die Welt hat sich seitdem verändert. In immer mehr Jobs gibt es die Möglichkeit, selbst zu bestimmen, wann man arbeitet, von wo man arbeitet. Unser Arbeitszeitgesetz aber ist aus dem vorigen Jahrhundert. Und das wollen wir ändern. Menschen arbeiten zum Beispiel im Café oder im Coworking Space. Oder sie verlassen um 15 Uhr das Büro, weil zum Beispiel die Kita wieder früh schließt und sie dann den Abend lieber mit ihren Kindern verbringen wollen. Wer dann um 22, 23 Uhr eine dienstliche E-Mail schreiben oder auch nur lesen will, der darf aber theoretisch am nächsten Morgen vor 10 Uhr die Arbeit nicht wieder aufnehmen. Wer macht denn das? Meine These, das Gesetz wird heute millionenfach in unserem Land ignoriert. Ich will mich aber nicht daran gewöhnen, dass wir Gesetze ignorieren. Gerade dann nicht, wenn Gesetze Arbeitnehmerrechte schützen sollen. Das heißt dann aber auch, veraltete Gesetze, das dürfen wir nicht ignorieren, sondern müssen diese modernisieren. Und dass die Menschen das wollen, zeigt heute schon die Realität. Repräsentative Umfragen unter Beschäftigten, die heute schon mobil arbeiten können, zeigen, dass 90% das eher gern oder sogar sehr gern tun. Und DGB-Untersuchungen zeigen, dass die Menschen sich umso gestresster fühlen, desto weniger sie ihre Arbeitszeit selber planen, einteilen und gestalten können. Um das klipp und klar zu sagen, wir wollen nicht, dass irgendjemand in Summe mehr arbeiten oder weniger Pausen machen darf. Aber die Einteilung unter der Woche muss freier sein können, wenn er oder sie das will. Lasst uns die Möglichkeiten der Europäischen Arbeitszeitrichtlinie nutzen. Die schreibt exakt dieselbe wöchentliche Höchstarbeitszeit vor wie das deutsche Recht. Aber die Einteilung unter der Woche, die kann freier sein. Oder in Deutschland den Tarifpartnern die Entscheidung überlassen. Das heißt, von Branche zu Branche sollen Arbeitgeber und Gewerkschaften aushandeln, wie bei ihnen die Regelung ist. New Work, das heißt für mich vor allem mehr Selbstbestimmung. Nicht nur, aber auch für mobiles Arbeiten und Homeoffice. Und da sind andere Länder viel weiter. Wenn wir uns mal im europäischen Vergleich anschauen, in welchen Ländern können die Menschen regelmäßig oder zumindest gelegentlich mobil oder im Homeoffice arbeiten, dann liegt Deutschland ziemlich weit hinten. Natürlich geht mobiles Arbeiten und Homeoffice nicht immer und überall. Wie soll etwa der Handwerker oder der Gehirnchirurg im Homeoffice arbeiten? Aber es geht häufiger, als man denkt. Erste Industrieunternehmen testen sogar die Maschinenbedienung von zu Hause. Da kann dann ein qualitativ schlechtes Teil sogar im Wohnzimmer erkannt und aussortiert werden. Unter den Ländern, die in Europa weiter sind, finden sich in den Top 3 auch unsere Nachbarn, die Niederlande. Die waren vor ein paar Jahren in derselben Situation wie wir und haben dann unter einer liberalen Regierung einerseits die Arbeitszeit flexibilisiert und andererseits ein sogenanntes Recht auf Homeoffice eingeführt.
Was heißt das konkret? Nicht mehr Homeoffice soll erklärt und begründet werden müssen, sondern seine Ablehnung. Und gleichzeitig werden die Arbeitgeber von bürokratischen Vorschriften entlastet. Weil wenn ich zu Hause im Homeoffice arbeite, dann kann ich selbst entscheiden, wie das Licht am Schreibtisch einfallen soll. So kann jedes Team vor Ort selbst schauen, welche Mischung aus Präsenz und mobilem Arbeiten passt. Aber es stehen keine alten Kulturen oder Gesetze mehr im Weg. Wenn alle Seiten einen Schritt nach vorn machen und alte Denkschablonen hinter sich lassen, dann können wir nicht nur eine neue Balance für die Arbeitswelt schaffen, sondern auch vom Nachzügler zum Vorreiter für mehr Selbstbestimmung werden. New Work, das ist eine faszinierende Chance für mehr Selbstbestimmung. Aber da geht es natürlich noch um viel mehr. Und deshalb wollen wir auch weitere Videos machen. Wenn ihr dafür Wünsche oder Fragen oder Hinweise habt, schreibt sie mir in die Kommentare. Und wenn ihr weitere Infos zum heutigen Thema wollt, schaut in die Videobeschreibung.